Ich freue mich heute, Ihnen an meiner Seite unseren Mitarbeiter Frank Weise vorstellen zu können. Der Frank Weise arbeitet bei uns im Team Rentenbescheid 24 als medizinischer Mitarbeiter. Er bewertet und analysiert medizinische Sachverhalte zum Thema Erwerbsminderungsrente oder aber auch die Bewertung des Vorliegens eines Grades der Behinderung oder auch für Unfallrenten. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit Stolz auch sagen, er ist unverzichtbarer Bestandteil unseres Teams geworden und hilft uns ungemein in der Bewertung, auch in der juristischen Bewertung von diesen Sachverhalten, die ich gerade genannt habe. Heute wird unser Frank Ihnen was erzählen zum Thema Depression und Erwerbsminderungsrente und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Depression und die Erwerbsminderungsrente. Ein großes Problem, ein weites Feld. Wir vergessen nicht, oder vielleicht wissen Sie es auch schon, jeder Zehnte erkrankt im Laufe seines Lebens einmal an einer Depression. Das ist also eine Riesenzahl. Gründe dafür sind vielgestaltig. Immer mehr Beschäftigte gehen natürlich wegen der Belastung in der Arbeit, im Job, in die Knie, können diese extrem vielgestaltigen Belastungen, diesen Zwang zur permanenten Verfügbarkeit, die steigende Arbeitsverdichtung nicht mehr ohne gesundheitliche Folgen bewältigen. Dies treibt Zehntausende sogar in die Frührente. Das waren also gerade im letzten Jahr mehr als 80.000 Männer und Frauen, die also mit einem Anteil von über 50% in die Frührente, in die Erwerbsminderungsrente gehen mussten, aus Gründen der psychischen Erkrankung und an erster Stelle dort die Depression. Der Trend ist klar, es trifft nicht nur Otto-Normalverbraucher, der still und heimlich einfach nicht mehr arbeiten kann, so geschwächt ist, Leistungsfähigkeit ist so eingeschränkt, dass er in Frührente gehen muss. Auch die Schönen und Reichen sind davon betroffen. Wir erleben das bei Presse, Funk und Fernsehen, in den Medien ganz oft und medienwirksam. Der Trend ist also deutlich, die Daten der deutschen Rentenversicherung unterlegen das noch, auch die Zahlen der Betriebskrankenkassen, die das jährlich erfassen, dass die Krankentage wegen Depressionen deutlich zunehmen. Besonders die Frauen, dort sind es nahezu, wenn man erkrankt ist, pro Jahr 250 Krankentage. Also wirklich schon ein starker Trend, dass die Frauen aus dieser Erkrankung oder natürlich auch Männer nicht mehr herauskommen und lang andauernde therapeutische Hilfe brauchen. Ein Schlagzeile dazu heißt, psychische Erkrankungen entwickeln sich und die Depression, wie gesagt, an erster Stelle zu einer Epidemie im Arbeitsleben. Wir dürfen nicht vergessen, aber auch besonders die 50-60-Jährigen sind besonders betroffen, ja, besonders lange stationäre Aufenthalte und da muss es nicht hinkommen. Ja, wir müssen schauen, es gibt also deutliche Symptome, Frühsymptome wie Schlafstörungen, innere Erschöpfung. Sie sind also, haben nur noch geringe Kraftreserven nach dem Arbeitstag für den nächsten oder für auch private Unternehmungen. Aber auch unspezifische körperliche Symptome können dort auftreten. Das können Kopf-Rückenschmerzen sein. Das kann natürlich, Sie kennen vielleicht den Reizdarm, der sich da sehr deutlich in Ihr Leben drängt und Krankheitswert bekommt. Aber auch häufige Infekte zeigen eine Immunschwäche und natürlich auch eine Tendenz, die aus der seelischen Erkrankung heraus sich zeigen kann. Oft natürlich gibt es ja auch andere Erkrankungen, körperliche Erkrankungen, da gibt es eine psychische Komorbidität, klingt ein bisschen medizinisch, heißt, dass da noch seelische Erkrankungen mit auftreten können. Ja, Sie haben eine Herzerkrankung, eine Krebserkrankung, Sie haben massive Rückenbeschwerden, Rückenerkrankungen und Operationen. Dass das an der Seele nicht ohne Spuren vorbeigeht, ist doch völlig klar. Dazu kommen soziale, psychosoziale Probleme im Privatbereich, im beruflichen Bereich, finanzielle Probleme, also emotionale Probleme, natürlich eine ganze Reihe von Themen, denen Sie da ausgeliefert sind, die Sie unter Umständen völlig überfordern und mit Aufgeben beantworten. Hier ist es wichtig, dass Sie ganz schnell medizinische Hilfe suchen, beim Arzt, beim behandelnden Hausarzt, der da vielleicht navigiert, lenkt, zum Psychotherapeuten auch weiterhilft.
keine Angst, Sie sind da nicht verrückt. Ja, Sie sind einfach nur krank und da muss Ihnen geholfen werden. Sie haben einen Anspruch drauf. Und Gott sei Dank ist das Netz in Deutschland mittlerweile ganz gut ausgebaut, auch wenn da vielen trotzdem noch nicht geholfen wird. Zusätzlich, damit Sie auch in Ihrem wirtschaftlichen Umfeld, in Ihrem privaten, familiären Umfeld dort Ruhe reinbringen, ja, Sie haben ja auch mit Ihrer Krankheit zu tun, bitte auch wirklich an den Rentenberater denken, den frühzeitig mit ins Boot holen oder natürlich auch den Rechtsanwalt, der auch dort spezialisiert ist, damit Ihnen dort unsere tägliche Praxis zeigt, zeitig Hilfe und Navigation gewährt werden kann in Richtung der finanziellen Absicherung einer möglichen Erwerbsminderung, wenn die auch zeitlich befristet ist, denn Depression kann auch heilbar sein. Also sind natürlich durch viele Anstrengungen der Therapeuten möglich und ihre eigenen Aktivitäten, dass sie da wieder auf die Beine kommen, ihre Leistungsfähigkeit wieder herstellen können, das wäre ja die idealste Lösung. Aber viele schaffen dies natürlich auch nicht, weil sie so schwer erkrankt sind, dass sie tatsächlich eine Erwerbsminderungsrente brauchen und dort nicht wieder ins Berufsleben zurückfinden. Denken Sie dran, Sie haben ein Recht darauf, auch auf Ihre Erwerbsminderungsrente, wenn Ihre Leistungsfähigkeit so gesunken ist, dass Sie tatsächlich nicht mehr arbeiten können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier schon weiterhelfen. Frank Weise von Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich viel Gesundheit.